Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das Video hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir keine neuen Skins. Als erstes habe ich hier mal den Raum-Skin mit dem Splitterflügel-Backpack. Dazu dann die männliche Version, den Luminos-Skin. Finde ich von den Farben her, sehen echt ganz cool aus. Dann gibt es dazu noch die Astral-Axt. Und dann haben wir als nächstes den Sonnenvogel-Skin. Der hat den Ziel ohne Maske und dann mit Maske. Da natürlich auch noch die männliche Version. Hier kann man nur die Maske drauf haben. Dann gibt es dazu noch die Axtec-Spitzhacke. Und dann den Sonnenaufgang-Gleiter. Als nächstes haben wir dann den Flower-Skin. Hier ist nur das Krütenschild mit verschiedenen Stilen, nämlich einmal im Standard-Stil, dann im Grün-Stil und dann, wo dieser Rand nochmal in Regenbogenfarben ist. Dazu gibt es dann noch die Scampi-Spitzhacken. Als nächstes haben wir die Glücksjägerin, dann den Armadillo-Skin. Als nächstes noch sauberer Groove. Dann haben wir die Spektralhacke. Als nächstes noch den Auferweckt-Emote. Und dann noch den Jubelstimmung-Emote. Und der vorgestellte Shop wird tatsächlich schon in 4 Stunden und 35 Minuten aktualisiert. Das ist ich habe es gerade 9.24 Uhr, deshalb ist das um 14 Uhr nochmal. Bin mal gespannt, was dann reinkommen wird. Vor allen Dingen, warum das dann auch nochmal aktualisiert wird. Der tägliche Shop wird sich nicht aktualisieren. Wenn ihr Ideen habt, was hier vielleicht reinkommen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare, weil ja auch kein besonderes Event heute irgendwie ist. Gestern kam ja schon ein neuer Modus. Dazu habe ich auch noch ein Video gemacht, verlinke ich mal in der Infokarte. Ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen. Ich werde, wenn irgendwas Besonderes heute Nachmittag in den Shop kommen sollte, natürlich nochmal ein ganz kurzes Shop-Video machen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.